Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Forest. Und ja, wir werden heute einfach mal an der Base weiterbauen. So, ich sehe gerade, ich muss auch noch was futtern. Was futtern, was trinken. Vielleicht werden wir auch von ein paar Kannibalen angegriffen. Dann können wir auch gleich vielleicht noch ein bisschen Rüstung machen. Wäre auch nicht verkehrt. So, hopp. Dann gönnen wir uns mal Bein. War nicht so gut, egal. So, hauen wir uns noch was zu trinken rein. So. Ja, Bäumchen hat auch respawned. Wir holen uns mal die Kettensäge raus. Ja, wie ihr sehen könnt, ein paar Baumstämme liegen hier schon. Ich habe mir erlaubt, zwischen den Folgen einfach ein paar Bäume zu fällen. Puff. Boah, wir brauchen einfach noch ein bisschen was. Oh, den haben wir auch rum. So, dann gehen wir nochmal hier rüber und hauen den auch nochmal mit um. Oh, mal sehen, vielleicht reichen die Baumstämme ja schon. So, gib mal her. Hier auf. Ja, die sind ja noch sowieso noch recht nah an meiner Base. Von daher können wir das ja mal machen. Einfach mit Tür auf. Einfach auch ein bisschen in der Hoffnung, dass ein, zwei Kannibalen kommen. So, dann haben wir das Stück fertig. Gib das her. Ich nehme die Baumstämme mit. Alle. So. Dann machen wir einfach mal jetzt so nochmal eine gemütliche Baufolge zwischendurch. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja, wir werden jetzt, da wir auch die Keycard und so haben, wir könnten jetzt schon beigehen das Spiel beenden. Aber. Und jetzt kommt das große Aber. Ich will vorher nochmal was anderes ausprobieren. Ich weiß allerdings nicht, ob das funktioniert und inwieweit das funktioniert, aber das sehen wir in einer der nächsten Folgen. Einfach mal schauen, ob das vielleicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber das machen wir in einer der nächsten Folgen. Diese Folge würde ich sagen, wir bauen einfach mal ein bisschen an unserer Hütte hier weiter. Weil ich will euch da irgendwie auch nicht ausschließen oder so, weil es gehört einfach zu Forest dazu, dass man sich eine Base baut. So, das waren doch safe noch nicht alle Baumstämme. Ne? Da ist noch einer. Hier aber auch noch welche. Sehr gut. Wir kommen auf jeden Fall voran. Ist auch keine Riesenbase oder so. Ist einfach eine kleine, schnicke Behausung. So, mach mal die Tür auf. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Baumstämme. Die reichen nicht. So. Das ist aber kein Problem. Dann fällen wir noch mal zwei, drei Bäume mehr. Und dann kriegen wir das hier schon geregelt. Würde ich sagen. So. Wo ist die Kettensäge? Gib das her. Ja, drei Bäume brauchen wir auf jeden Fall noch. So. Der muss weg. Der muss weg. Und der muss auch weg. So, dann kriegen wir auf jeden Fall das Grundgerüst erstmal fertig. Das finde ich schon mal gut. Mehr Räume brauche ich hier nicht reinbauen, weil brauche ich hier einfach nicht. Ne, einfach ein großer Raum und dann ist das gut. Wo wir dann ein bisschen Sachen vielleicht lagern können oder so, weiß ich noch nicht.
So. Zack, zack. Ja, Decke müssen wir noch einbauen. Das wird auch nochmal Baumstämme kosten. Alle Baumstämme, da seid ihr ja. Aber irgendwie... wundert mich, dass mich gerade... Hallo? Da ist die Tür. Dass mich keine Kannibalen irgendwie angreifen bis jetzt. Pass auf, jetzt habe ich es gesagt, jetzt kommen sie gleich alle. Weil eigentlich werden sie ja von... Je nachdem, wie groß die Behausung ist... Und wie viele Bäume man fällt, weil das macht ja alles Lärm. Müssten, theoretisch gesehen, müssten die dann kommen. So, und 4 Baumstämme noch. Ich hau mir mal nochmal einen Snack rein. So. Ah, da vorne. Solche sind das. Komm mal her. Und dann gleich 3 Stück. 4. Nee, nee, nee. Gib mir mal meinen Bogen, bitte. Es ist riskant, was ich hier gerade tue. Nein, das war falsch. Ja, egal. So, einer weg. Der ist auf jeden Fall schon mal weg vom Fenster. Ja, komm. Ich weiß, ich kann hier hochhüpfen. So. Wenigstens einer, der mich auch nicht getroffen hat, finde ich ganz gut. Mach das Feuerchen an. Oh nein! Was haben wir denn da? Ein Mutanti! Und Babys! Das ist jetzt nicht so geil! Wir haben Mutanti! Warte mal! Nachwachsende Bäume, Zerstörung von Gebäuden ist aus. Sehr gut. Gut, dann sind wir auf jeden Fall safe, weil das wäre jetzt echt ärgerlich. Los! Ja, Gefährdeknochen. So, dann können wir auf jeden Fall eine machen. Tack, 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 tack. Und... so. Fupp. Oh! Hallo, wie kommst du denn hier rein? Hallo, lauf nicht weg. Lauf nicht weg von mir. So, komm her. So. Den kann der auch ruhig nochmal schön verbrennen. Ja, ich habe gerade keine Möglichkeit, mich denen zu stellen, weil durch die Mauer kann ich nicht schießen, ne? Ist gerade mein Feuer kaputt gegangen. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das regeln. Ich werde auf jeden Fall nicht so gegen den kämpfen. Wir werden mal unseren Bogen nehmen und einfach mal schauen, wie ich den weggeknackt kriege. Hopp, na komm. Hallo. Ja, ist nicht.
Es nicht. Boah, er hat mich getroffen. Ja, Amsi ist tot. Yay. Und 10.000 Bögen. Ja, erste Mutantenrüstung, Baby. Erste Mutantenrüstung. So, ja, guck mal, den hier, den nehme ich auf jeden Fall mit. Den werden wir direkt verarzten. Ih, Baby greift an. Geh weg. Geh weg, du Baby. Dich will hier keiner. So, nochmal ein bisschen Papier nachlegen und verbrennen. Siehste, dann warten wir nochmal kurz, bis die Knochen fertig sind. Und dann, obwohl, brauchen wir gar nicht so lange zu warten. Ja, auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo bei mir. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Forest wieder. Gehabt euch wohl. Ciao mit V.